Hallo zu unserem neuen Vlog, diesmal aus einer unserer Hallen. Neben den großen Bau- und Modernisierungsmaßnahmen haben wir hier in den nächsten Monaten auch viel in Sachen Technik geplant. In der Wetterauhalle wurde die Lichttechnik gegen moderne LED-Technik ausgetauscht und in allen Hallen wurden neue Funkmikrofone und Bluetooth-Empfänger installiert. Außerdem sollen alle Hallen mit fest installierten Beamern und Leinwänden ausgestattet werden. Es sind auch viele weitere Dinge geplant. Einen ausführlichen Bericht findet ihr auf unserer Webseite und im Gemeindespiegel. Ziel ist es, dass Veranstaltungen künftig einfacher in den Hallen durchgeführt werden können. Und dafür braucht man aber auch immer Helfer. Im Rahmen der Kleinkunstwoche und dem Sommer am See haben im vergangenen Jahr extrem viele Helfer ehrenamtlich unterstützt. Zum Dank haben wir sie zu einem Helferessen eingeladen. Vergangene Woche folgten fast 50 Personen der Einladung in die Linde nach Wohnbach. Ein Ehrenamt, das uns alle betrifft, sind die Freiwilligen der Feuerwehr. Im Ernstfall muss bei den Einsatzkräften der Feuerwehr jeder Handgriff sitzen. Das gilt besonders für Atemschutzgeräteträger, die brennende oder verrauchte Gebäude betreten. Im Rahmen eines neuen Ausbildungskonzeptes trafen sich am vergangenen Samstag Atemschutzgeräteträger aus allen Ortsteilen zu einer gemeinsamen Ausbildung. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben. Es ist ja so, dass Atemschutzgeräteträger verschiedene Aufgaben erfüllen müssen oder verschiedene Punkte, damit sie tauglich sind, um im Einsatz eingesetzt werden zu können. Das eine ist eine gültige Untersuchung, dass sie körperlich fit sind, eine theoretische Unterweisung, eine praktische Übung oder ein Einsatz im Jahr und eine Belastungsübung. Und vergangenen Dienstag hat bereits die theoretische Ausbildung dazu stattgefunden, wo die Leute Einsatzgrundsätze und so weiter vermittelt bekommen haben, nochmal aufgefrischt wurde. Und heute haben wir das mit einer praktischen Übung gemacht, damit die Atemschutzgeräteträger eine einheitliche Ausbildung haben. Wir haben hier drei Stationen aufgebaut. Eine Station ist die Einsatzübung gemäß FEDV 7 innerhalb einer taktischen Einheit. Die zweite Station ist der Umgang mit Wärmebildkameras, mit den zwei unterschiedlichen, die wir hier am Standort haben. Und die dritte Station ist das Retten von Personen. Am Wölversheimer Bahnhof soll ein Fun- und Skatepark entstehen. Damit dieser Park optimal für unsere Kinder und Jugendlichen ausgestattet wird, haben wir die Jugendpflege 4.0 beauftragt, ein Projekt zu starten. In unserem Jugendraum fand Anfang der Woche das erste Treffen statt, bei dem die Jugendlichen ihre Ideen mit einbringen konnten. Ziel ist es, dass sowohl erfahrene Fahrer als auch Anfänger den Park mit Inlineskates, Skateboards, Rollschuhen, Fahrrädern und Rollern nutzen können. Am Wölversheimer See wurde im vergangenen Jahr ein neues Insektenhotel aufgestellt. Die Nisthilfe wird sehr gut angenommen und davor wimmelt es nur so von Insekten. Wir möchten das Angebot noch um eine Nisthilfe für Sandbienen erweitern. Auch in Sachen Streuobst tut sich einiges. Unser Klimaschutzbeauftragter Markus Michel nahm an einem Vernetzungstreffen zum Thema Streuobst im Wetteraukreis teil. Während den Osterferien fand bei der JSG Melbach-Wölversheim ein Fußballcamp mit der Trainervereinigung Schleswig-Holstein statt. Geleitet wurde es von Ex-Profi Zentgraf und den Trainern der JSG. Insgesamt nahmen rund 70 begeisterte Kinder unter großer Beteiligung der Eltern teil. Am Montag ist der 1. Mai. In Wölversheim findet um 10 Uhr traditionell die Maikundgebung des DGB an der Marktscheune statt. In Wölversheim bei der Feuerwehr, auf dem Wohnbacher Sportplatz und auf dem Melbacher Sportplatz finden die Maifeiern mit vielen Angeboten für euch statt. Eine Übersicht findet ihr am Freitag im Gemeindespiegel. Und das war's schon wieder für diese Woche. Vergesst wie immer den Daumen nach oben nicht, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Tschüss, macht's gut.